Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Prey 2017. Ja, das letzte Mal haben wir uns im Guts nochmal ein bisschen umgeschaut, und zwar weiter hinten in Richtung Frachtbereich und Shuttle Dock, und haben dort tatsächlich auch noch ein bisschen was gefunden. Zwar nicht so viel, weswegen wir jetzt auch umgedreht sind, weil es doch schon danach aussah. Oh je. Über welchen Typhon? Das hört sich stark nach einem Albtraum an. Ja, aber das letzte Mal haben wir, den Frachtraum so ein bisschen erkundet, den Bereich zum, oder den Weg zum Shuttle Dock haben wir fertig gemacht, den Frachtraum haben wir ein bisschen erkundet und die Lebenserhaltung. Nur da muss ich sagen, es sah alles so ein bisschen danach aus, als sollten wir dort noch nicht sein und dass wir später dort noch hinkommen. Und deswegen will ich erstmal hier entlang gehen, damit wir so vielleicht ein bisschen was, bekommen. Und ich habe das Gefühl, dass hier hinter vielleicht ein Albtraum hätte sein können. Dass wir uns vielleicht den ersten Albtraum gespoilert haben, keine Ahnung. So, da haben wir auf jeden Fall Mark Sellers. Dem nehmen wir erstmal seinen Kaffee weg. Den brauchen wir dringender als er. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh je. Das wäre schneller und sicherer, als wieder durch die Guts zu fliegen. Das ist tatsächlich so Fehlfunktion. Okay, da kommen wir raus. Untersuche den Aufzug. Das machen wir definitiv, weil, ja, jedes Mal durch die Guts zu fliegen ist schon ziemlich blöd. Ich musste gerade eben jetzt auch nochmal, oder ich bin gerade eben auch nochmal kurz in die Psychotronik gegangen, weil ich dort zwei Mails vergessen habe. Oh, schön. Richtig schön hier. Gruselig, aber schön. Da habe ich aber zwei Mails vergessen. Und da können wir uns theoretisch die eine auch mal kurz angucken. Die war nämlich relativ interessant. Daten, E-Mails. Das, wer war dieser Kerl? Kommt dir der Name Lanzetta bekannt vor? Dr. Gus Lanzetta. Ob du es glaubst oder nicht, er hat einmal eine Woche lang bei uns gearbeitet. Eine Woche lang. Die Woche bevor den kompletten Wissenschaftspersonal die Neuromods aus dem letzten Quartal entfernt wurden. Er hat seinen Ausweis in deinem Spind gelassen. Ich habe die IT gebeten, sich einmal sein Konto anzusehen. Bis auf seinen Anmeldedaten wurden alle Inhalte gelöscht. Wer zur Hölle war der Kerl? Das ist wirklich sehr interessant. Und er hat eine Woche gearbeitet, die Woche bevor dem kompletten Wissenschaftspersonal die Neuromods aus dem letzten Quartal entfernt wurden. Heißt es etwa, dass er irgendwas gemacht hat, was besser nicht gesehen werden sollte? Weil er hat die Woche gearbeitet, dann ist er verschwunden und dem restlichen Personal wurden die Neuromods entfernt, sodass die sich ja auch nicht mehr an irgendwas erinnern können. Das erscheint mir schon komisch. Na gut, jetzt sind wir hier im unteren Stock, also wir haben zwei Möglichkeiten jetzt mit dem Aufbrechen. Ich bin bloß gespannt. Wir sollten fast schon so die ganze Zeit durchlaufen, auch wenn es ein bisschen nervig ist von Zeit zu Zeit. Aber dadurch sehen wir halt die ganzen Mimics. Beziehungsweise andere Typhon, die sie hier vielleicht so rumhängen könnten. Das wäre vielleicht schon ganz praktisch. Ich glaube, vorher ist es hier mal sicher. Evelyn McCarthy ist tot. Sie hat eine Schrotflinte, das hat ihr aber leider nicht viel geholfen. Ist da was drin? Nein. Experimental Plant Growth in Process. Do not disturb. Okay. Plus hier ein paar Pflänzchen. Die wachsen. Carlos, wir möchten Sie daran erinnern, dass die Identität unserer Gäste geheim zu halten ist. Oh, okay. Was für eine Identität der Gäste. Hecken. Was sind das für Geräusche? Ist auf jeden Fall nichts zu sehen. Fehlfunktional plus Hecken 1. Das ist natürlich einfach. Das sollten wir hinbekommen. Der Weg ist eigentlich der sinnvollere. Yep. Okay. Y. Weil außenrum wäre das, glaube ich, nicht. Hätte es nicht geklappt. Was? Oh Gott, deswegen. Ich dachte, von hinten kommt eins, deswegen wollte ich da reinflüchten. Na toll, du bist jetzt in dem Busch drin. Okay. Meine Güte. Wo ist das Ding jetzt hingeklatscht? Ach, weiß, das kenne ich alles, aber dann
übersehe ich das direkt vor mir. Aber es war halt so blöd, weil das Ding hat mich ja instant gesehen und ich dachte, von hinten käme ein Phantom an. Ach, im Busch, okay. Ich hoffe, da in den Büschen ist nichts versteckt, weil das findet man ja nie. Okay, was haben wir jetzt Tolles? Trinken wir gleich mal was. Ach, ich wollte es doch trinken. Na, egal. Eine Rohrzange und eine Notiz. Hallo Julian, bin vorbeigekommen, aber sie war nicht da. Zur Info, habe ihre Labornotizen geprüft. Pflanzen stellen kein Gesundheitsrisiko dar. Grünes Licht für Arboretum. Hans. Ah, okay. Was auch immer das für Pflänzchen waren. Werden wir vielleicht noch sehen. Russische Blinis. Aha. Was auch immer das ist, wir essen es mal. Knusprige Pommes frites. Sie sagt Ungarnrollen. Ach komm. Erstmal einfach alles, auch wenn es jetzt zu viel war, aber es nimmt doch eh bloß Platz in unserem Inventar weg. Und so viel Medkits, wie wir drin haben, sollte es eigentlich kein großes Problem sein. Also die Heilung wird uns hoffentlich nicht so schnell ausgehen. Nein, dich gibt's nicht. Dich gibt's nicht. Eden Burton ist tot. Edna Burton. Okay. Nur wer war das gerade eben? Gewächshaus. Das gefällt mir noch nicht so sehr. Irgendjemand hat da, glaube ich, Probleme mit Typhons. Wir kommen da aber auch nicht rein, ne? Also so überhaupt nicht. Ist aber echt cool, dass das Gebiet so offen ist. Das ist sehr toll. Vor allem, weil der Rest der Station halt schon relativ dicht ist. Also da leben definitiv... Oh, sind das... Hi. Hey, Sie da! Machen Sie die Tür auf! Ich probier's. Bitte! Hier drin ist irgendwas! Oh Gott! Oh, was zur Hölle bist du? Oh bitte. Nein, du bist so ein Dings, ne? Telepath, ja. Na toll. Ich glaube, ich hätte ihn nicht retten können. Ich glaube, ich hätte ihn trotzdem nicht... Hätte ich vielleicht zuerst ihn retten sollen und dann den Technopath töten? Ich weiß es nicht, aber es war klar, dass das ein Technopath ist. Nee, halt... Technopath? Nee. Psychopath. Oder kann... Wie heißt das Ding? Ach so, toll. Forschung. Telepath. So, ja, Technopath war ja das andere Ding. Deswegen, ich dachte gerade so, hä? Soll das nicht ein anderes Vieh sein? Gebräuchliche Bezeichnung Telepath. Der Telepath zählt zu den gefährlichsten bekannten Typhen, da er in der Lage ist, Organismen und sogar Personen mit schwächerem Willen psychisch zu kontrollieren. Ist es fast unmöglich, ihn für weitere Studien zu verwahren. Warnung, bitte beachten Sie, dass nach Vorfall Nummer die Erschaffung, Verwahrung von Telepath-Exemplaren nicht länger gestattet ist. Alle Mitarbeiter, die die Psychotronik betreten, müssen zusätzlich zur normalen Sicherheitsausrüstung ein Psychoskop tragen. Ah, deswegen. Kann er Leute mit Dings nicht Sprinkler aktivieren? Bringt das irgendwas? Wo ist das Biest jetzt? Oh Gott. Hilfe im Gewächshaus. Wir haben die Türen zum Gewächshaus verriegelt, aber das Ding da kann fliegen. Es wird nicht lange dauern, bis es herausfindet, dass das Dach nicht geschlossen ist. Vor 5 Minuten hat Edna versucht, zum Gewächshaus durchzukommen, aber es hat sie erwischt. Kontrolliert sie. Sie hört einfach nicht auf zu schreien, schreit uns an, dass wir wegbleiben sollen. Wenn wir das fliegende Ding töten können, das sie infiziert hat, können wir sie vielleicht retten. Bitte, wenn Sie diese Nachricht finden, helfen Sie uns, töten Sie es. Denn wir werden nicht, mehr wir selbst sein. Rani. Ja, wo ist das Schwabbelding, das Fliegende? Da hinten. Das ist doch gar nicht mal schlecht, wenn es da hinten ist. Oh ja, ist draußen. Das macht die Sache um ein Vielfaches einfacher. Was waren seine Schwächen? Kann ich seine Schwächen irgendwie ausnutzen? Ansonsten britzel ich es einfach wieder weg. Daten. Du hast eine Schwäche. Explosion, Feuer, Nullwellen. Okay. Ja. Ah, voll in den Arsch.
Ja. Also, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt bloß blöd überrascht habe, aber das war jetzt nicht das heftigste Typhon aller Zeiten. Aber ich glaube, ich habe es bloß blöd erwischt. So, oh shit, ich bin weg. Es konnte ja überhaupt nichts tun, aber ich glaube, das basiert auch eher darauf, dass es halt die Leute, die es übernimmt, dann so ein bisschen mit denen kämpft. Okay. Damit haben wir doch... Oh, der sind bewusstlos. Ja, da ist nochmal irgendwo eins. Das müsste jetzt aber eigentlich ein Phantom sein. Von den Geräuschen her. Dr. Yu? Was ist passiert? Wo? Oh Gott. Bitte sagen Sie, dass Sie dieses Ding getötet haben. Yep. Ich wollte die AAGs, die Auslöschergeschütze aufstellen. Dann war auf einmal alles farblos. Und alles war irgendwie schärfer. Ich hatte keine Kontrolle mehr über mich. Ich... Aber die AAGs sind noch immer im Lagerraum. Wir können sie einsetzen. Hier ist der Code. Ich schlag mich zum Frachtraum durch. Die anderen Sicherheitsleute sollten sich dorthin zurückgezogen haben. Sarah reißt mir den Arsch auf, wenn ich nicht komme. Schön, okay. A01, Lagerraum. Wunderbar. Mir macht es trotzdem Sorgen, dass hier irgendwo noch ein Dings ist. Öffne Lagerraum AR01, um an die Ersatzgeschütze zu kommen. Ja, es ist gut, dass die Geschütze noch nicht gegen mich sind. Wie gesagt, irgendwo hier ist definitiv noch ein... Oh. Nee. Irgendwo hier super nah ist ein Phantom. Aber ich finde es nicht. Und das macht mich ein bisschen wahnsinnig. Wo zur Hölle bist du? Ah, irgendwann wird das sich schon zeigen. Okay. Du bist bewusstlos. Dich können wir mal ein bisschen ausrauben. Ja, wenigstens doch alle bewusstlos. Na also. Haben Sie die AAGs gefunden? Ich hoffe, die erledigen diese Dinge. Ich habe sie noch nicht gefunden. Ich habe aber noch nicht danach gesucht. Ich loote erstmal die ganzen Pflanzen hier. Wobei ich nicht weiß, weswegen. Ich meine, wir können sie essen, aber sie geben keinen Psy. Ansonsten... Oh, doch. Sunburst-Bananenbaum. Ach so, das sind Bananen. Jetzt. Sah nicht wirklich danach aus. Die Mondschattendinger nochmal. Ich meine, da es halt sehr viele von einer Sorte sind, können wir da halt wirklich gut was damit auch anfangen. Genau. Optimierer. Verwandeln. Mhm. Optimierer verwandeln. Verringern die anfänglichen Psy-Kosten von Verwandlungskräften. Ja, ich habe halt gerade eben keine Slots mehr. Druckregulator. Das ist halt das Problem. Ich würde es benutzen, wenn ich noch Slots hätte. Wo ist denn dieser Lagerraum eigentlich? Achso, dort unten. Oh, 75 Meter. Jetzt. Also wir können die Dinger definitiv mal aufstellen. Die sind mir ja so ein bisschen misstrauisch gegenüber, aber passt. Gruselige Musik. Schauen wir mal. Waren wir hier schon? Ja, genau, von dort sind wir gekommen. Oh, Schallgedämpfte, sehr gerne. Die hat uns vorhin wieder sehr geholfen. Große Mimik. Die hat irgendwas Schaden gemacht. Hä? Nein, stirb nicht! Nicht bevor ich dich... Was ist denn mit dem Mimik passiert? Was ist denn... Hä? Ach, ich glaube, es wurde von den Geschützen weggeballert. Wow. Wow, was ist denn hier los? Meine Güte. Den Operator nehme ich sehr gerne. Ob in den Laborschränken jemals irgendwas drin ist? In dem schon öfters. Nee, ich komme eigentlich bloß, um dich zu rufen. Hauptaufzug. Geh zur Lobby. Okay. Ich meine, wir waren erst gerade hier, aber gut. Ich dachte, wir müssen da irgendwas mit dem Aufzug machen. Achso, das ist wahrscheinlich dann noch ein Zwischenbereich zur Lobby, nicht wahr? Schauen wir es gleich mal. Dieser Typhon ist unbekannt. Soweit ich das erkennen kann, ist er für das Problem mit dem Aufzug verantwortlich. Das von Ihnen in der Psychotronik freigelassene Phantom hatte ähnliche Störfähigkeiten. Dieses hier
scheint aber stärker zu sein. Ein Scan wäre aufschlussreich. Oh Gott. Oh Gott. Ich wollte ihn nicht immer unterbrechen, aber ich glaube, ich muss wirklich direkt. Das kann ich hier so vergessen gegen ihn. Wie übertrieben ist das denn? Ich meine, er tötet mich nicht schnell. Aber das ist schon ziemlich heftig. Komm schon, töte mich. Ich werde das gleich ganz anders angehen. Ja, nicht nur mein Anzug wurde beschädigt. Wow, okay. In Technopath ist es auf so einem kleinen Raum. Das ist fies. Boah, wie ich das machen soll? Keine Ahnung. Okay, Todesmusik. Ich muss mal kurz gucken, kann ich das noch irgendwie aufbessern? Ich habe es vorhin ein bisschen aufgebessert, aber ich glaube noch nicht komplett. Oh, das kann ich auch noch, okay. Nice, nochmal mehr Schaden. Schussdauer kann ich nicht mehr erhöhen und der Rest ist eigentlich egal. Ich kann mich gerade eh nicht bewegen. Okay, Fernmanipulation 2. Ah, hier haben wir auch so viel Zeug. Wir haben allgemein, wir haben jetzt alles schon freigeschaltet. Nee, das kennen wir noch nicht. Aber ansonsten haben wir eigentlich schon alles gesehen. Das ist schon cool. Was? Wieso muss ich denn genau jetzt nachladen? Mann! Oh, und jetzt kann ich nicht mehr schießen, weil... Okay, das funktioniert überhaupt nicht. Typhonköder? Wie soll denn das funktionieren? Wie gesagt, auf so engem Raum, das sind ja keine 50 Meter, das ist halt das Problem. Puh. Deine beiden Kollegen machen die ganze Sache nicht einfacher. Dieser Typhon ist unbekannt. Soweit ich das erkennen kann, ist er für das Problem mit dem Opfer. Das habe ich gar nicht mehr. Das von Ihnen in der Psychotronik freigelassene Phantom. Störfähigkeiten. So, Typhonköder. Auf die 7 gerade? Ich leg's mal auf die 7. Scheint aber stärker zu sein. Ein Scan wäre aufschlussreich. Oh Gott, komm schon. Ja. Kommt halt direkt auf die Idee, dass ich dort hinten bin. Das kann man so vergessen. Ich meine, hier kann ich ihn ganz gescheit angreifen. Wieso macht er denn nichts mehr? Das war komisch. Ach. Also man kann halt schon gut um ihn rumlaufen. Das größte Problem ist daran gerade, ist halt, dass die zwei anderen Viecher da sind. Okay, das war verdammt knapp. Aber soll ich... Ich glaube, das mache ich anders. Der Typhonköder bringt etwas? Das ist jetzt schwierig, das zu sagen. Um ihn rumlaufen bringt halt auch was. Ich glaube, ich mache um ihn rumlaufen und dann einen Kuhstrahl. Das von Ihnen in der Psychotronik freigelassene Phantom hatte ähnliche Störfähigkeiten. Dieses hier scheint aber stärker zu sein. Typhonköder. Ich glaube, der könnte... Ich glaube, der ist ganz gut an der Stelle. Okay, habe ich schon. Okay. Was? Die Dinger bleiben da, oder wie? Ach, Mann. Ah, es ist so ätzend, dieser Kampf hier. Du hast halt keinerlei Chance. Und die ganze Zeit funktioniert meine Waffe nicht. Wie gesagt, wenn die zwei anderen kleinen Viecher halt nicht... Dafür, dass das der erste Technopath sein soll, ist der Kampf der widerlichste, den wir bisher hatten. Ja, das hätte ich... Vorhin hatte ich das irgendwie viel schöner. Anzug wurde beschädigt. Okay, dann der EMP. Ist ja so, dass er gegen EMP schwach ist. Scheinbar zumindest. Das von Ihnen in der Psychotronik freigelassene Phantom hatte ähnliche Störfähigkeiten. Ja. Das hier
scheint aber stärker zu sein. Und Recycler-Ladung EMP auf die 7. Dann haben wir die anderen beiden auch und die anderen beiden Viecher auch unter Kontrolle. Komm schon. Ich muss dann auch nochmal drücken, nachdem ich nachgeladen habe. Das ist halt das nächste Problem. Nein! Oh, ich konnte nicht schnell genug zurück. Oh, und jetzt beginnt das halt wieder. Jetzt kann ich wieder nicht nachladen. Ja, und das Ding ist jetzt halt wieder überall. Vorhin hatte ich es so schön in der Ecke, das war's halt. Da konnte es mich irgendwie kurzzeitig nicht treffen. Hä, ich habe auch die ganze Zeit bloß den Operator getroffen, oder was? Ah, so ärgerlich. So ärgerlich, dass das jetzt nicht mehr läuft. Ich hätte vielleicht doch nicht sterben sollen. Ich dachte, dass ich das sehr viel besser hinbekommen kann. Aber stärker zu sein. Nullwellen? Ein Scan wäre aufschlussreich. Jetzt solltest du ja gar nichts mehr können, oder? Ich sollte vielleicht auch mal nachladen. Das ist so dämlich, das dann so zu machen. Oh, ja, ja. Yes. Du bist geplatzt. Kurz speichern. Jetzt die anderen beiden Kollegen erledigen. Okay, Maschinenkontrolle. Maschinenkontrolle ist natürlich ganz cool. Ach so, weil ich dafür natürlich zuerst die Fernmanipulation bräuchte, okay. Wäre natürlich ganz cool, aber ja. Faszinierend. Und erschreckend. Definitiv. Ich kann den Code patchen. Sollte kein Problem sein. Nehmen Sie den Aufzug, wenn Sie schnell die Hauptdecks der Talos 1 erreichen wollen. Es gibt einen Stopp in der Lobby und der Lebenserhaltung. Okay, ihr seid beide fertig. Nein, 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 nein. Weg mit dir. Wie lange brauchst du denn noch? Okay. Au! Du Drecksack, ich hasse die Medizinoperator. Die haben so eine große Reichweite. Na, also. Und weg. Ah, das war doch mal ein guter Kampf. Okay. Nullwellen bringen bei ihm tatsächlich sehr, sehr viel. Das ist doch schön. Na also. Nochmal ein Ganglion. Das heißt scheinbar wieder einige Neuromods für uns. Okay. Schicker Aufzug. Und damit haben wir endlich den Aufzug. Wunderbar.